Halli, hallo, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Alles wird gut. Leutchen, ja, schön, dass ihr hier wieder reinschaut. Ich habe vor circa 3 Tagen, was heißt vor circa 3 Tagen, am 4. habe ich ein Päckchen gepackt für den guten Slane McRoth. Das ist auch ein Kanal hier auf YouTube. Und wer meinen Kanal verfolgt, wer immer wieder bei mir reinschaut, die Videos anguckt, der weiß auch, wer Slane McRoth ist und um was es auf seinem Kanal geht. So, und vor ein paar Wochen hat Uko dem lieben Slane schon ein Paket geschickt. Und als Slane das Paket von Uko ausgepackt hat, hat er Folgendes dazu erzählt. Nie hat man hier seine Ruhe. Furchtbar, es geht jetzt hier um dieses süße kleine Paket hier. Von Uko. Wer ist Uko? Uko ist im Grunde genommen der Sidekick von Slane. Wenn man es jetzt nach den Comics sieht. Ne? Also Slane McRoth ist ja eine Comicfigur von Simon Beasley. Erdacht und gezeichnet. Oder weiß ich gar nicht. Ist da noch irgendwie ein Autor mit drin? Habe ich jetzt gar nicht kopfmäßig. Egal. Auf jeden Fall hat der halt so ein ja, Kobold oder was soll das sein? Gnomen-Kobold bei sich, der immer so ein bisschen Faxen macht. Und immer von Slane auf den Weg dafür kriegt. Wenn du willst. Und der begleitet ihn aber als treuer Begleiter und sowas. Ne? Trägt seine Waffen und all so ein Scheiß. Das ist Uko. So, ich kann mir natürlich denken, wer hier hinter steckt in diesem Paket. Denn es gibt nur einen YouTuber und einen, der meinen Kanal verfolgt, der Uko kennt und auch nutzt. Und das ist der gute Rupi Bolz. So, und der hat nämlich mal eine sau geile Slane-Figur gekauft. Auf seinem alten Kanal konnte man das Video zu sehen auch sehen. Vielleicht machst du ja mal einen Re-Upload davon. Das Ding finde ich nämlich sensationell gut, diese Figur, ohne Scheiß. Und vielleicht hast du das Video ja noch. Und da ist eben dabei auch noch ein kleiner Uko. Da könnt ihr dann auch mal sehen, wie der aussieht, Uko selbst. Also dieser Begleiter. Ne? Und im Übrigen haben sie das auch sehr gut gemacht und auch sehr gut gecastet in dem Fake-Trailer zum Slane-Film, wo ich immer noch darauf warte, dass aus diesem Trailer wirklich ein Vollwerk, ein Komplettwerk wird. Da würde ich, glaube ich, weinend im Kinosessel sitzen und ich würde dafür auch tatsächlich in die nächste Stadt reisen und mir das im Kino angucken. Gut, okay, also. So, und nach diesem Video war sowohl Uko als auch mir klar, Slane braucht endlich diese Figur, ne? Denn ein Slane ist nur ein Slane mit einem Slane. Das ist ja irgendwie logisch, oder? So, und Uko war ja damals eh komplett außer sich. Ja, aus dem Häuschen. Oder bei Uko kann man auch sagen, aus dem Höschen. als er erfuhr, dass es tatsächlich Actionfiguren von ihm gibt. Ne? Actionfiguren von Uko und Slane. Ja, und so haben wir uns wirklich aufgemacht und das ganze Internet durchforstet, um hier noch so eine Slane- und Uko-Figur für unseren guten Slane McRoth aufzutreiben. Das war gar nicht so einfach, denn die Figur hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und das ganze Ding nennt sich 2000 AD Slane Figure. Ja, ist also auch so eine Actionfigur in einer Blisterverpackung und neben Slane und Uko findet man noch Brainbiter, seine gewaltige doppelklingige Streitaxt, Excalibur, dem sagenumwobenen Schwert, und seinem Gürtel, dem Boar's Head Belt. Das ist so ein Gürtel in Form eines Keilerschädels, ja, wo auch so 2 riesen Keilerzähne rausstehen. Und mit diesem Gürtel, ja, hat er auch schon einige Gegner erledigt, was man halt in den Comics hier und da immer mal wieder sehen kann. So, nun habe ich hier aber nicht die normale 2000 AD Slane-Figur, sondern ich habe hier die 2000 AD Angry Slane Figur. Jetzt wird's kompliziert. Und diese Angry Slane Figur, die zeigt, wie es der Name schon sagt, einen wütenden, ja, einen Rage Slane. Und die kriegt man eben nicht, oder sagen wir mal, bekam man auch nicht so häufig wie die normale Slane und Uko Figur. Drum war es gar nicht so einfach, die Figur überhaupt noch zu finden. Original verpackt kriegst du das Ding so gut wie überhaupt nicht mehr, es sei denn zu wahnsinnshorrenden Preisen. Ich habe tatsächlich in China noch so eine Figur gefunden. Leider, und da bricht mir wirklich das Herz, lieber Slane, wenn du dieses Video siehst, leider ist halt nur die Axt dabei, der Brainbiter. Es fehlt der Schwert Excalibur und es fehlt auch dieser
Wildsau-Gürtel. Und das tut mir echt leid, aber ich dachte mir, hier, komm, lieber so eine Slane-Figur als überhaupt keine Figur. Wenn ich das Schwert und den Gürtel jemals finde, werde ich besorgen und werde es dir auch noch schicken. Also das nur dazu. Ich bin froh, dass ich die Figur, dass ich die beiden Figuren überhaupt noch so bekommen habe. So, und die beiden wollte ich einpacken. Und ja, wie soll es denn anders sein, wenn man einen Kobold zu Hause hat? Dann dauert es natürlich auch nicht lange, bis der das Spitz kriegt. Und meinte, er müsste mich mit seinen fachmännischen Ratschlägen beim Paketpacken für unseren guten Slane McGroth unterstützen. Tja, drum habe ich hier auch die Kamera ganz schnell gezückt und ab und zu ein Bild gemacht. Entsprechend ist auch die Qualität, aber da seht ihr mal, wie es hier abgeht, wenn der Rupi mal ein Paket packt und so ein kleiner vorwitziger Scheißer dauernd seinen Senf dazu gibt. Also viel Spaß beim Angucken. Wir packen jetzt ein Paket für Slane McGroth. Ja, also Uko war gerade unterwegs. Wie er mir sagte, suchte er noch ein paar Wurzelknollen, Hexenringe, Fliegenpilze sowie ein Fledermausohr fürs Abendessen. Und diese Gelegenheit wollte ich nutzen, um in aller Ruhe hier das Päckchen für Slane einpacken zu können. Also ich schrieb ihm ein paar Zeilen. Insgesamt waren das dann 3 Seiten. Und dann dachte ich mir, ja, komm hier, mach's ein bisschen originell zusammen. Ja, Slane-Figur, Keltenzeit, vorchristliche Zeit. Da hat man ja Briefe noch nicht in einem Umschlag verschickt, sondern man hat zusammengerollt, an einen Pfeil gebunden und dem Empfänger in den Rücken geschossen. Oder was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich hier noch ein Lederband übrig gehabt aus meiner Zeit als Ritter. Ja, ihr wisst ja, ich war viel und lange bei einer Schaukrampf. Schaukrampf. Bei einer Schaukrampftruppe. Einer Schaukampftruppe unterwegs. Und ja, da habe ich noch vieles von meiner Ausrüstung, unter anderem auch noch Fellreste, Lederreste und so weiter und so fort. Da dachte ich mir, okay, ich falte dieses Briefchen ein bisschen zusammen, mache so einen Lederriemen drumherum. Dann passt es auch zu dem ganzen Ambiente. So. Also habe ich das Papier zusammengerollt, den Lederriemen drumherum gemacht und was soll ich sagen? Uko war schon zurück und wollte sich das natürlich ganz genau angucken, ob ich das auch richtig gemacht habe. Ja, er hat natürlich wieder nicht mit Kommentaren und Kritik gespart, wie man es ja von ihm kennt, unser Uko. Oh Mann. Und dazu kam eben noch diese Slane und Uko Action-Figur, die hier noch extra in eine Folie gepackt war, die beiden. Auch das hat sich Uko natürlich ausführlich angeschaut, ja. Und ich habe es ihnen dann gezeigt, hier kommt die Schriftrolle dazu und da machen wir jetzt, da suchen wir jetzt einen Karton. Und diesen Karton, den lege ich noch ein bisschen mit Fell aus, ja. Ich habe noch ein bisschen Wildschweinfell übrig gehabt. Also lieber Slane, falls du dich fragst, was das hier für Haare sind, ja, sind es meine Barthaare? Nein, es ist tatsächlich Wildschweinfell, gell? Und ja, das hat Uko natürlich sehr, sehr gut gefallen. Er hat sich auch ein bisschen aus der Nähe angeschaut, ja, mal von der einen Seite, dann von der anderen Seite. Und der fand es dann eigentlich gar nicht so schlecht und dachte sich wohl, ja, das wäre eigentlich auch ein schönes Bettchen. Drum musste er da natürlich auch gleich Probe liegen und ja, als ich nach 5 Minuten nichts mehr von ihm gehört habe und wieder in die Schachtel geschaut habe, ja, ratet mal, wer geschlafen hat. Unser Uko. Oh, Kobolde, ne? Okay, auf jeden Fall habe ich die Slane und Uko-Figur da reingelegt. Auch da musste Uko natürlich wieder ganz genau gucken, ob es auch mittig liegt. Ja, und das Ganze habe ich dann natürlich noch mit diesen Wildschweinresten abgedeckt. Und damit es noch ein bisschen geheimnisvoller wird beim Auspacken, habe ich hier noch ein Bild von Slane gefunden. Ja, und auch hier war Uko ein bisschen überrascht, warum sein Kumpel hier plötzlich so viel abgenommen hat, sprich ziemlich flach wurde. Die zweidimensionale Welt, wie er immer so schön sagt. Und Uko dachte dann, ja, hier komm, den Slane müssen wir aber ein bisschen erschrecken. Und brachte mir hier noch eine Spinne an, eine Plastikspinne natürlich, die er mir übrigens mal irgendwann geklaut hat, ja. Und das ist so eine kleine Aufziehspinne, das heißt, die hat unten Rädchen dran und wenn er die nach hinten zieht und loslässt, dann wut,
flutscht die hier über den Teppich oder über den Tisch, je nachdem. Und ihr könnt da einigen Leuten ordentlichen Schreck einjagen. So, und das ganze Ding hier habe ich auf ein Foto drauf gemacht. Natürlich Uko und Slane. Und passenderweise guckt da Uko natürlich auch nach links und somit auf die Spinne. Wie passend natürlich, ja. Und er hat sich die Spinne dann immer ein bisschen genauer angeschaut. Und dann irgendwie fing er da an, der Spinne etwas zuzuflüstern. Ja, und ich meine, ich konnte vernehmen, dass er hier irgendwie geflüstert hat, so: Beiß den Slane kräftig in die Nase. Beim Auspacken. Aber zum Glück haben wir es ja hier mit einer Plastikspinne zu tun. Ja, und bevor das alles draufkommt, hier habe ich noch alles schön mit dem Wildschweinfell hier abgedeckt. Und auch da musste Uko wieder Probe liegen. Was soll ich sagen, auch da ist er wieder eingeschlafen. Oh Mann. Und als ich näher hingeschaut habe, drehte er sich um und meinte nur: Verarscht! Ja, er war eben doch nicht eingeschlafen. Okay, also, ja, und hier seht ihr, wie ich dieses Bild dann quasi auf die Slane-Figur draufgelegt habe. Dann habe ich das Bild nochmal mit dem Wildschweinfell hier abgedeckt. Und plötzlich hörte ich hier: Upi! Und ich denke, was denn jetzt schon wieder? Ich gucke nach links und plötzlich sehe ich da das hier. Ich dachte mir, was zum... Ja, und auf den zweiten Blick sah ich dann plötzlich diesen Velociraptor auf dem Rücken von dem Diplodocus. Was soll ich sagen? Ein Stück weiter oben guckte der Diplodocus, ja, ziemlich verstört ob der Käsefüße auf seinem Kopf. Und was soll ich sagen? Uko hatte den Velociraptor geärgert. Und das war die letzte Rettung. Ja, aber das war eigentlich nicht die Hauptsache, denn Uko stellte selbst aus dieser Entfernung fest, dass wir etwas vergessen hatten, in das Paket mit reinzulegen. Oh nein! Und er meinte nur: Upi, der Brief! Der Brief, Upi! Du musst die Brieffolie mit reinpacken! Oh, stimmt, genau. Wir hatten den Brief, die Brieffolie vergessen. Die habe ich nämlich ganz schnell neben die Slane-Figur hier reingelegt, den Velociraptor verscheucht und dann kam auch Uko wieder runter und hat sich das natürlich auch genau angeschaut, hat die Brieffolie noch ein bisschen zurechtgerückt und erst als er komplett zufrieden war, ja, haben wir dann dieses Bild mit der Spinne draufgelegt und da hat er wieder gelacht und wieder irgendwie was der Spinne ins Ohr gesäuselt. Ja, ich hoffe nur, dass unser Slane nicht in die Nase gebissen wird beim Auspacken. So, das haben wir dann auch wieder schön alles zusammen hier mit Wildschwein belegt, damit er die Figur nicht gleich zieht, denn er weiß ja gar nicht, was in dem Päckchen drin ist, der gute Slane. Ja, was soll ich sagen? Uko haben die Füße extrem gejuckt. Der eine oder andere von euch weiß vielleicht, ne, neben Blähungen leidet Uko auch an ziemlich juckenden Käsefüßen. Ich hoffe, das Päckchen riecht nicht entsprechend. Auf jeden Fall hat es ihm sichtlich Spaß gemacht, durch diese Wildschweinborsten hier zu laufen. Und es war anscheinend doch sehr wohltuend. So, und auf dieses ganze Fell haben wir da auch noch dieses Bild hier gelegt, den zweidimensionalen Slane. Und als damit auch Uko einverstanden war, haben wir das ganze Päckchen hier auf die Seite geschoben, denn jetzt mussten wir ja noch den Adressaufkleber beschriften. Und das hat Uko natürlich höchstpersönlich übernommen. Er ist ja des Schreibens mächtig, denn er schreibt die ganzen Geschichten um den keltischen Krieger Slane auf, damit diverse Comiczeichner die Geschichten auch aufmalen können. So, also auch hier hat Uko dann natürlich die Adresse nochmal ganz genau überprüft, hat mir die Kleberolle gebracht. Dazu braucht er sich nicht großartig zu bewegen. Er kann es eigentlich mit einem Fingerschnipp herzaubern, was mir die Arbeit natürlich immer sehr, sehr erleichtert. Ja, dann haben wir noch hier eine Luftpolsterfolie auf das Bild hier gelegt, weil wenn Slane hier das Ding auspackt und mit seinem Messerchen durchfährt, damit er das Bild nicht gleich kaputt schneidet, damit es alles sicher und gut verpackt ist. Ja, und auch hier hat natürlich wieder Uko alles beaufsichtigt. Mit seinen nassen, kalten, stinkigen Füßchen. Was soll ich sagen? Auf jeden Fall, ihr seht's ja, das Paket war dann verschlossen, der Aufkleber kam noch drauf.
Hier und da löste er sich auch wieder. Wegen den feuchten Fußabdrücken von uns aller Uko. Tja, aber letztendlich war das Paket dann doch fertig und Uko meinte, er müsste dann noch unbedingt oben drauf schreiben, ja, damit der gute Slane das auch nicht falsch rum auspackt. Ja, und so war es dann fertig, dieses Paket, was mittlerweile hoffentlich gut erhalten beim lieben Slane angekommen ist. Ja, und mit diesen Bildern wünschen wir, Uko und Rupi, dir, lieber Slane, viel Spaß mit dem Päckchen, viel Spaß mit der Figur. Wir hoffen, du hast ein bisschen Freude dran, denn wie schon gesagt, dein Kanal heißt Slane McRoth, ja, und ein Slane braucht ein Slane, sonst ist er kein Slane. Logo. Ja, viel Spaß auch mit dem kleinen Kobold, mit der nachgemachten, natürlich nicht echten Uko-Figur. Bleibt dir nur zu wünschen, dass sie nicht ebenso zum Leben erwacht wie ja er hier bei mir, sonst wird dir mit Sicherheit niemals langweilig. Das ist zum einen schön, zum anderen Themenwechsel. Tja, okay, lieber Slane, ihr lieben Zuschauer, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dieser kleinen Fotoshow. Ich sage wie immer, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Rupi.